Nee, nochmal. Jetzt war ich gerade ein bisschen lost. Singen. Irgendwie habe ich es immer bewundert. Menschen, die einfach drauf lossingen konnten, in egal welcher Situation, ob irgendwie unter der Dusche oder im Auto. Bei mir selbst ist das Thema noch mit sehr viel Scham behaftet und ich selbst kann, glaube ich, überhaupt noch nicht singen. Und genau deswegen ist es so spannend, weil ich frage mich aktuell, wie wäre es eigentlich, wenn ich es einfach mal versuche, singen lernen? Selbst Ed Sheeran ist ja nicht als Profi gestartet. You're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no. Okay. Wenn selbst also Ed Sheeran Übungen brauchte, um zu dem Sänger zu werden, der er ist, dann kann Singen doch nicht allzu schwer sein, oder? Nothing, nothing compares. Fuck. Und genau das möchte ich herausfinden. Wie schwer ist Singen wirklich? Und was ist das Schwere am Singen? Und wie weit komme ich, wenn ich nur genug übe? Ich gebe mir 30 Tage Zeit, zu verstehen, was Singen eigentlich ausmacht, worauf es wirklich ankommt und wie man auch die Hürden beim Singen abbauen kann. Wie weit werde ich kommen? Ja. Ah. 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 Ja. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit schon immer wieder Berührungspunkte mit dem Singen. Doch so richtig gefunkt hat es bislang noch nicht. So, meine Lieben, ich bin sehr aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich werde mich jetzt gleich aufnehmen und mal so ein paar Songs singen, einfach so zwei, drei Songs mal so ein bisschen reinsingen. Das nehme ich dann jetzt hier auf mit meinem Handy und schicke das dann meiner Freundin und sehr guten Sängerin Amelie. Und Amelie wird dann darauf reagieren und mir mal sagen, so, ja, wie eigentlich mein Status quo ist, weil ich kann überhaupt gar nicht einschätzen, fange ich jetzt so wirklich richtig bei Null an, ist irgendwas schon überhaupt ein bisschen okay? Und ja, deswegen bin ich auch aufgeregt, weil ich singe nicht so viel und ich kenne meine Stimme auch noch gar nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt richtig singen kann und ich möchte das jetzt herausfinden mit euch. So, dann drücke ich jetzt hier mal auf Aufnahme, Kamera läuft und es kann losgehen mit A Walking in Memphis. In Memphis. I really feel the way I feel. But do I do, man? Nothing compares. Nothing compares. Nothing compares. Fuck. Amelie singt schon, seitdem sie klein ist. Aktuell wohnt sie in Berlin und deshalb schalte ich sie per Video dazu. Unter der Dusche, so eine Sängerin oder wie, in welchen Situationen? Egal, ganz egal. Ich gehe durchs Haus, ich mache die Wäsche, ich mache Geschirrspüler. Früher in der Schule manchmal gesungen, dann wurde sich beschwert und dann gab es eine kleine Klassenzusammenführung. Das gesagt wurde, Amelie, ja. Das ist auf jeden Fall jetzt aufgenommen und hier ist es. Ja, vielleicht ist der auch mega krass und du bist jetzt das neue Talent, was wir jetzt hier entdecken. Neue Naturtalent, genau. Ich schicke dir das jetzt und es ist erstaunlicherweise, eine kleine Hürde ist wirklich drin, so. Hätte ich auch nicht gedacht. Also erstmal es zu singen und dann jemandem, der gut singen kann, von dem du viel hältst, es irgendwie zu senden, ist ein spannender Moment. Deswegen, ich drücke jetzt auf. Ach so, guck ich das jetzt so? Oh. Nee, ich sende es ab. Danke, dass du mir vertraust. Ja, ich vertraue dir. Ich bin sehr geehrt. Okay. So. Hallo. Don't feel this way. Okay. Because nothing compares. Nothing compares to you. Okay, also erstmal, glaube ich, wäre es gut, wenn du die Akkorde da auch drin hast, weil dann, also das auch gemacht zum Beispiel mit dem Kinn, dass das so weiter oben war. Vielleicht singst du auch noch viel mit deiner, wie du redest. Und zum Beispiel, wenn ich singe, meine Stimme ist sehr anders als die Stimme, mit der ich rede. Und ich freue mich einfach irgendwie, dass du das machst und ich finde es spannend. Und das waren meine ersten Gedanken so.
Aus diesem Grund suche ich mir Unterstützung. Jemand, der meine Reise als angehender Sänger begleitet. Jemand, der weiß, wie man die Töne richtig trifft. So, Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg zu Daniela und ich muss sagen, ich bin ein wenig aufgeregt und ja, frag mich, wie die mich da heute dran nehmen wird und wo wir überhaupt ansetzen. Oder ob sie einfach sagt, du Dennis, du bist ein hoffnungsloser Fall, da kann ich nichts machen. Ja. Komm gerne rein. Das ist hier das Arbeitszimmer. Komm erstmal ran nach den vielen Treppen. Jawohl. Schön. Und hier stehst du dann normalerweise auch mit deinen Schülern und Schülerinnen und dann geht's los. Genau. Also am Anfang stehe ich auch mit auf und wir machen einige Körper- und Atemübungen. Und dann setze ich mich ans Klavier und starten das Singen. Und hast du ein Ziel für heute? Dass ich mich das erste Mal traue, überhaupt vor dir oder vor jemand anderem irgendwie mit... Wen haben wir denn da? Hm? Wer ist es denn? Gombi. Gombi. Mikrobewegungen sind sehr wichtig. Mikrobewegungen? Zum Beispiel das. Genau. Jetzt noch direkt zu Beginn, da hätte ich gar nicht gedacht, wie wichtig eigentlich der gesamte Körper beim Singen ist und dass es auch vor allem auf die Atmung ankommt. Und genau das haben wir dann auch in den ersten Tagen intensiv trainiert. Das war jetzt wie? Gut, ja, sehr gut. Ja. Es geht ja darum, dass wir die Einatemmuskulatur aktiv halten können. Ja. Das passiert beim Einatmen. Aha. Alles dehnt sich, wird größer. Hm. Wir müssen unser Instrument immer aufmachen, steht da auch im Kopf. Hm. Und wir müssen die Form halten. Dann können wir jetzt einsingen. Oh, es geht schon los. Genau. Was mir auch zu Beginn nicht unbedingt gleich gefallen ist, ist, den Kiefer auch wirklich aufzumachen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Es fühlt sich mir zum Anfang einfach sehr ungewohnt an und man kommt sich ein bisschen bescheuert vor, wenn man den Kiefer so weit aufreißt. Aber tatsächlich ist das einfach nötig. Daniela, wie fühlst du dich jetzt? Wie ist deine Wahrnehmung von mir? Also du bist kein hoffnungsloser Fall, auf jeden Fall. Ich finde, du hast eine schöne Stimme. Und natürlich die Zusammenarbeit, muss ich mal betonen, ist für mich immer sehr schön, wenn jemand so offen ist und sofort sich selber übersetzt, was ich meine, versucht. Ich gebe mir Mühe. Ich glaube schon, dass das was wird. Auch Ende des Monats und auch später. Warte, da ist der Ton. Ja, ja, ja. Da ich noch nie Gesangsunterricht in meinem Leben hatte und damals in der Schule auch immer nur in der Menge mitgesungen habe, war es für mich zudem richtig schwer, die Töne richtig zu treffen. Schwierig. Also eben hast du es geschafft. Eben war es da, aber von unten trotzdem. Hier musste ich meine Hausaufgaben auf jeden Fall noch machen. Ja. Ja. Ich auch oft. Einmal kommt ein sehr schöner, etwas lauterer Ton aus, dann... Bin ich das? Aber nicht zu viel Aufmerksamkeit. Genau. Ja?
So, ich komme jetzt hier gerade von Daniela, zweite Gesangsstunde. Und ich muss sagen, es fühlt sich langsam gut an. Es fühlt sich so an, als würde man ein bisschen Progress machen. Und ja, jetzt wäre ich so vom ganz blanken Amateur schon so einen ganz kleinen Schritt weitergekommen. Und das fühlt sich dann auch gut an. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du jetzt weißt, ey, das ist jetzt mal ein Ton, den habe ich getroffen. Ich bin tatsächlich sehr unmusikalisch aufgewachsen. In meiner Familie wurde praktisch nie gesungen oder Musik gemacht. Und das ist etwas, das finde ich so schade, dass ich das leider nicht mitbekommen habe, in die Wiege gelegt bekommen habe. Und erst in der Jugend habe ich dann so richtig gemerkt, was Musik eigentlich machen kann mit mir und auch mit Menschen und wie es verbinden kann. Und das muss ich quasi dann erst später erfahren. Das ist natürlich super schade, weil gerade wenn man früh startet und Eltern einem beibringen, wie wichtig das ist und Musik direkt so in das Leben integrieren, dann hat man, glaube ich, auch ein anderes Gespür dafür. Und dieses Gespür, das muss ich mir jetzt eben in diesen 30 Tagen erst einmal erarbeiten. I was walking with my feet and feet off a bale, walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Heute nehmen wir auch die Songs dazu, habe ich gehört, ne? Genau. Ich gebe dir jetzt ein Terraband. Einen Knoten machen. Ja. Hier? Ja. Wie eng ist es? Kann noch atmen. Okay. Gerade so. Versuch immer schön dagegen zu atmen. Und auch offen halten, während du ausatmest. Während du ausatmest, während du singst. Das lassen wir jetzt die ganze Zeit auf dir. Das? Bleibt den ganzen Tag? Nicht den ganzen Tag. Okay. Die Tage schritten voran und nach vielen Gesangsübungen, auch in meiner WG mit meinen Mitbewohnern, spürte ich doch einen ganz kleinen Fortschritt. Trotzdem war ich noch ganz weit davon entfernt, den Song richtig zu singen, den ich am Anfang schon gesungen hatte. Dementsprechend aufgeregt war ich vor der letzten Stunde. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? But do, der Ton stimmt nicht. Okay. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Das war eher gesagt. Ja. Ich weiß, das ist jetzt nicht. Das ist schwierig dann. Dann war der Moment gekommen. Jetzt musste ich final singen. Hier noch einmal das Vorher. I was walking in Memphis. Well, I was walking with my feet and feet of a bill. Walking in Memphis. Then I'm walking in Memphis. Was walking with my feet and feet of a bill. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Ja, ja. Hast du es zumindest genossen? Ich hab's jetzt, hab ich's ein bisschen auch gefühlt. Ich bin noch nicht ganz happy, hab's aber schon gefühlt. Doch was sagt Daniela zur Zusammenarbeit mit mir? Es war sehr schön für mich. Vor allem, wenn ich so einen Schüler habe wie Dennis, der 100% von sich gibt und wirklich offene Einstellung hat. Dann werfen wir den Ball hin und her und so kommen wir weiter. Wenn du schon lange was vorhast zu machen, auch als Hobby, einfach machen. Also Just Do It ist schon lange mein Motto. Wenn das Problem wirklich da ist, dann erstmal überlegen. Und nicht vorher schon Probleme schaffen. Ich muss sagen, in 30 Tagen singen lernen, das ist natürlich schon ganz schön happig. Um auf Spotify jetzt Millionen Streams zu erzielen, dafür hätte es wahrscheinlich ein paar Tage mehr gebraucht. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Es ging erstmal vor allem darum, Hürden abzubauen und wirklich zu verstehen, worum geht es eigentlich hier? Wie kann ich meine Stimme trainieren und wie fühle ich mich vor allem wohl beim Singen? Zudem ging es auch darum zu sehen, wie weit kann ich eigentlich kommen in Themenbereichen, in denen man noch überhaupt gar keine Ahnung hat, wenn man bereit ist, Zeit zu investieren. Da das nächste Selbstexperiment hier ganz bald auf dem Kanal wieder ansteht, abonniere auf jeden Fall den Kanal, um das nicht zu verpassen. Ich für meinen Teil, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze so weitergeht, auch nach dem Experiment. Und ob ich das Gelernte in irgendeiner Form auch anwenden kann. Und ob es vielleicht Situationen geben wird, in denen ich jetzt einfach mal so drauf lossinge. Und eine fällt mir da vielleicht schon ein. Walking in Memphis. Do you really feel the way I feel?